Am Samstag, den 15. Oktober, endete die diesjährige Saison des Wochenmarktes. Passend zum Monat war alles mit einem Oktoberfestmotiv geschmückt. Die Besucherzahlen auf dem Markt sind laut Herrn Schröck, Leiter von Grün und Grün, sehr gut gewesen. Wir sind in diesem Jahr sehr zufrieden mit der Marktsaison. Wir haben eine schöne Saison gehabt. Unsere Saison geht ja immer von Mai bis Oktober. Wir sind ein Sommersaisonmarkt sozusagen. Unser Markt hat ja einen sehr schönen Charakter. Wie immer gab es auf dem Markt regionale Produkte, von Obst über Nudeln bis hin zu Pflanzen aus den BWMK-Werkstätten zu erwerben. Auch bei anderen Anbietern gab es wie gewohnt verschiedene regionale Waren zu kaufen. Als Unterhaltungsprogramm gab es, Oktoberfest-typisch, Blasmusik. Und auch wenn der Wochenmarkt dieses Jahr nicht mehr stattfindet, gibt es trotzdem etwas, auf das man sich für dieses Jahr trotzdem noch freuen kann. 17. Dezember, da wollen wir einen schönen Weihnachtsmarkt noch organisieren hier auf dem Gelände. Und ich glaube, das gibt noch ein schönes abgerundetes Bild dann für die diesjährige Marktsaison. Die nächste Wochenmarktsaison startet nächstes Jahr Anfang Mai. Das genaue Datum steht noch nicht fest.